Genießen Sie die Eindrücke. Es werden die letzten ruhigen Bilder sein. Ein Maler, eine Serie, 6 aus 1000. 1000 Stück gemalt in nur 2 Wochen. Noch ungewöhnlicher als die Menge, der Preis, 15 Mark. So unglaublich wie der Preis, der Verkauf an einem Abend, solange der Vorrat reicht. Berlin, 27. Juli, 19 Uhr. Stiefel und Hose des Künstlers. Er versteht sich als Arbeiter. Martin Potsch, 27 Jahre, Wohnort München. Es ist die 4. Aktion. 4 weitere werden folgen. Die Bilder malt er vor Ort, pro Stadt immer 1000. Ein Hotel ist nicht drin. In Berlin wohnt er in einer WG, denn Potsch verdient auch wie ein Arbeiter. Wenn es gut geht, 3500 im Monat. Malen ist sein Job. Ich war mal auf einer Ausstellung in München und wollte mir gerne ein Bild kaufen. Und das war einfach nicht möglich, weil das irgendwie meinen finanziellen Rahmen absolut gesprengt hätte. Also war ich halt dann irgendwie erstmal stinkig, weil ich gedacht habe, ja, da ist das Bild hier, ich hätte es gern und warum ist da so eine Schranke dazwischen? Grundsätzlich war ich eigentlich immer fasziniert von der Idee, ein Bild herzustellen, dass ich, also das Original ist von dem Maler, das jeder kaufen kann. Und dann war es einfach interessant, was passiert, wenn man das macht. Also was werden das für Bilder? Also es ist schwierig, über so ein Bild zu sprechen. In dem Moment, wo ich mir vergegenwärtige, dass es 999 andere gibt. Und sind es dann noch Bilder, wenn sie nicht mehr interpretierbar sind? Oder auch einfach diese Definition über den Preis dann. Ist ein Bild, das 15 Mark kostet, ist das überhaupt noch diskutabel oder so? Es ist eine Massenware, es ist ein Konsumartikel, der einfach, die Bilder sind einfach so definiert, die sind so hergestellt, werden so präsentiert und werden auch so verkauft. Und deswegen darf das nicht den leisesten Hauch von einem Luxusartikel haben. Das war am Anfang alles nicht so klar. Das heißt, wir haben am Anfang auch nicht gewusst, wie reagieren die Leute überhaupt darauf. Wenn einer hier 2 Stunden lang durchläuft und am Schluss ein Bild kauft, dann habe ich das Gefühl, der hat genau die Sache gesucht und der hat es auch gefunden. Und der geht jetzt mit dem Ding nach Hause und freut sich dran. Sein Wunsch bleibt die Ausnahme. Sie nehmen sich Bilder, nicht die Zeit. So billig die Ware, so billig das Verhalten. 100 mal 70, 15 Mark, Supermarkt. Nicht was zählt, sondern wie viel. Da ist die Angst, leer auszugehen. Es gibt keine Bilder mehr, nur noch Schnäppchen. Wir kaufen überall, wo man was kriegen kann. Und das ist natürlich hier ein fast echtes Sonderangebot, ja. Und davon kann man gar nicht genug kriegen. Selbst das Dutzend ist zu wenig. 20. Eigentlich haben wir eine Klausel, ne? Ja, welche? 10 Bilder, höchstens. Wir sind ja auch 2 Personen. Ach so, na gut, da haben wir Glück gehabt. Kannst du die auch alle haben lassen? Und der Preis? 15 Mark. Das geht in Ordnung. Keine Ausbeutung. Der Künstler wird schon klarkommen. Mit dem Englischen nicht. Okay, mit dem Preis. Mehr noch, der Künstler wird reich. Die einfache Rechnung, vergisst man Material, Kreativität und Arbeitszeit, 1000 mal 15. Ja, aber 15.000 Mark an einem Abend ist ja auch nicht das Schlechteste. Ne? Also ich finde die Idee jedenfalls genial. Ein bisschen schlechtes Gewissen vielleicht. Wenn es geht, nicht mein Nummernschild, ja? Ja, ja. Das macht sich immer so blöd, weil die Leute sind immer so. Dass die Leute so sind, wie sie sind, Martin Potsch akzeptiert es. Ob die Bilder im Kofferraum bleiben, verschenkt oder teurer verkauft werden, er kann und will es nicht verhindern.
Und das gibt's ja auch noch, mit Ruhe ausgesucht. Ein einzelnes Bild, vielleicht von jemandem, der es sich normal nicht hätte leisten können. Also geht er seinen Weg weiter, solange der Vorrat reicht. Demnächst in Stuttgart, Hamburg, Dresden, Frankfurt. Wieder 15 Mark, wieder 1000 Bilder, denn 1000 findet er ehrlicher. Ich denke, ich produziere lieber 1000 kleine Wahrheiten als eine große, die dann so dasteht. Noch ein paar kleine Wahrheiten zum Genießen.